willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Jannis. Wir nutzen den Tag und machen heute zwei Folgen. Ja? Zwei deutschsprachige Folgen, weil wir haben noch eine englische gedreht. Für die englischsprachigen Leute unter euch, uns, wie auch immer. Und wir fahren, also wir haben Auto geswappt. Wie ihr seht, bin ich jetzt Englisch-Style. Ich habe keinen Lenker, das heißt, er fährt sein Mini jetzt. Und wir fahren jetzt, wie sagt man es richtig? Sachsen? Sachsete. Sachsete. Vorhin nach Sachsete. Ja. Das ist hinter Wilderswil hoch. Da sind wir sogar einmal hochgefahren mit dem Auto. Wir haben es versucht. Mitten im Winter. Mit so viel Schnee war da, glaube ich, gewesen. Und irgendwie mussten wir dann aufgeben. Das heißt, wir probieren es jetzt nochmal. Und wieder mit dem Mini. Und gucken, ob wir heute hoch. Nein, heute kommen wir hoch auf jeden Fall. Die Strecke ist auch sehr, sehr geil, aber auch sehr gefährlich, weil teilweise, ja, großteils einspurig. Ja, und Ausweichstellen. Ja, Ausweichstellen, also einspurig hoch und runter. Und man sieht viele Kurven nicht ein. Das heißt, man muss da echt, wenn man Spaß haben will, dann muss man echt aufpassen, dass man halt nicht um die Kurve kommt und dann steht da irgendwas anderes. Machen wir zu und hören wir nichts. Wir wollen ja den geilen Kompressor hören, ne? Geil. Für viele ist es geil, für mich ist es... Man, du hast dich dran gewöhnt, ne? Ja. Ich hätte lieber den R56er Sound. Ja, die neuen Minis sind ja geil vom Motor her und vom Klang her, hässlich. Aber die sind hässlich. Geht gar nicht. Aber wir dürfen ja nicht sagen. Also in den Videos dürfen wir nicht mehr... Ich darf ja nicht mehr sagen, was hässlich ist und was schön ist. Ja, aber nee, aber da muss man wirklich sagen. Nee, also sorry, guys. Viel von dem Feedback, was ihr mir gegeben habt, das nehme ich auf. Aber ob ein Auto mir gefällt oder ob mir Teile an einem Auto gefallen oder nicht, das werde ich weiterhin äußern. Ja? Aber das ist mein Geschmack. Viele von euch teilen den sogar. Und ansonsten würde ich auch den Kanal irgendwie, glaube ich, schauen. Also das war ja das Thema bei dem Golf und dem Polo. So kacke und alt, wie die sein möchten und es keine Supercars sind, verstehe ich. Aber ist halt auch mal cool, so ein paar alte, so eine Youngtimer anzugucken. Meiner Meinung nach. Und wenn mir was persönlich gefällt, dann mache ich da auch gerne ein Video drüber und dann teile ich das mit euch. Ja, genau. I'll share it with you guys. Here we go. Ja, und das ist halt mein Geschmack. Also Leute, den, so bin ich halt. Der ist geil. Der sieht gut aus, ja. Der ist sehr geil. Der hat Fahrwerk drin. Fahrwerk drin, Focus ST. 2015er Modell. Ich lasse da. Mit großen geilen Felgen. Beklebung sah gar nicht mal so schlecht aus. Naja. Gut, hast du Klima an, Alter. Das ist heiß. Mach mal an. Naja, eins kannst du schon lassen, aber Hauptsache kommt ein bisschen Luft dran. Und ja. Also wenn ihr die Folge seht, ist er aus Barcelona schon zurück. Aber. Wie ein anderer großer YouTuber gerne sagt, Zeitblase und so. Ne? Das heißt, den will ich fahren. Den will ich fahren. Den grünen? Den grünen. Focus RS Mark II in Giftgrün. Ja? Naja. Ja, also Zeitblase. Das heißt, das Video werde ich jetzt nicht heute posten, sondern ihr habt ja das andere erst gesehen und dann kam die englische Folge dran und dann die und vielleicht zwischendurch was anderes und er wird mittlerweile aus Barcelona zurück sein. Oh ja, jetzt ist schön. Jetzt kommt ein bisschen Luft. Ansonsten muss ich heute noch ins Gym. Ich habe jetzt auch endlich angefangen zu trainieren, weil meine fette Wampe war mir echt zu viel. Wenig. Ich habe gar keinen Sport gemacht das letzte Jahr eigentlich. Mache jetzt viermal die Woche Sport, dreimal die Woche Gym. Und normalerweise zweieinhalb Stunden. Cardio, 13 Geräte. Was? Cardio. Was ist Cardio? Cardio, weiß nicht, was Cardio ist. Bist du selber im Gym? Cardio ist Radfahren, Laufen, Stepper, sowas alles, um warm zu werden. Aha. Zum Aufwärmen? Aufwärmen. Genau, aufwärmen. Dann geht es an die Geräte ran. 3 Sets A 12 Wiederholungen. Alle Muskelgruppen versuche ich, wobei ich meinen Plan ein bisschen umstellen muss.
Ansonsten, wenn ihr mir einen Tipp geben wollt, vielleicht habt ihr irgendeinen Kanal, der im Moment gerade sowas angefangen habt, muss jetzt nicht ein Fitness-YouTuber sein, der schon Millionen Follower hat und jetzt mittlerweile nur noch Product Placement hat und trinkt die Scheiße, fresst das Hühnchen und kauft den Müll. Isst Kebab. Isst Kebab, ja genau. Sondern irgendeiner, der vielleicht auch so in derselben Situation ist. Ich denke mal, es sind viele, viele, viele in der Situation, dass sie ab einem bestimmten Alter Essen angucken und man das Fett einen anspringt. Ja? Das ist bei mir mittlerweile der Fall. Ja, deswegen muss ich echt was machen. Ich habe mich im Gym angemeldet. Ja, das Subscription kostet normalerweise in der Schweiz eigentlich sau viel. Es gibt aber ein Gym hier in der Nähe. Ich glaube, deine Klimaanlage hat irgendwelche allergischen Dinger drin. Genau. Nein. 450 Franken bezahle ich jetzt. Und kann das da. Ist wenig. Für die Schweiz ist es wenig. Also ungefähr sind es 38 Franken im Monat. Ne? Und normal in Deutschland haben wir ja McFit und keine Ahnung, wie die alle heißen, für 15,95. Aber da hast du, da darfst du auch nicht duschen, da kannst du das nicht machen und das nicht machen. Also denke ich mal, weiß ich jetzt nicht. Ne? Der geht jetzt aber nicht da hoch. Ja. Der will ja nicht bis Saxeten mit dem scheiß Dreck da hochfahren. Kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten Plan B dann irgendwie. Machen wir dann das. Auf jeden Fall, ja, dreimal die Woche, zweieinhalb Stunden. Bin jetzt in der dritten Woche. Und ja, gib mir mal ein paar Tipps wegen Trainingsplan. Also ich muss meinen Trainingsplan auf jeden Fall nochmal umstellen, im Sinne von, dass ich immer dieselben Geräte benutzen möchte. Ich glaube, es sind 24, 25 Geräte da für verschiedene Muskelgruppen. Das heißt, ich will die ein bisschen variieren und muss dann halt mal schauen, dass ich wirklich alles cover. Ne? Bauch ist halt sehr wichtig, Oberkörper. Ne? Ich habe letztens einen gesehen, der hat gehoben, Alter, ohne Ende. Ja? So in den Free Weights. Ich warte. Lange Hantelstange. Das waren über 100 Kilo, glaube ich. Aber der hatte Beine so. Ne? So eine Beine. Ja, das ist ja, Skip Leg Day. Echt. Du kannst doch nicht oben trainieren und aussehen wie ein Hulk. Nee. Und oben siehst du, unten siehst du aus wie ein Peter Pan. Ja? Geht gar nicht. Deswegen. Ist aber auch ein No-Go, weißt du? Ja, aber irgendwie die Leute, die sehen sich halt nur oben, weißt du, und machen dann auf Mac unten, haben sie die weiten Hosen dann. Ja, die Hipster-Hosen oder keine Ahnung. Und das sieht scheiße aus. Also Leute, wenn ihr trainiert, dann trainiert richtig. Ja? Und ich muss nämlich, Franz hat auch angefangen zu trainieren wieder. Der hat schon wieder zugelegt. Ja, ich muss da mal was machen. Und der geht ja auch ins Gym hier. Und also in einem halben Jahr werden wir die ersten Fortschritte sehen, denke ich mal. In einem Jahr werde ich dann beim Mr. Wie Universe... Wie machst du denn mit dem Essen? Hühnchen, sehr viel Hühnchen. Reis. Nee, Reis esse ich gar nicht. Hühnchen. Salat zwischendurch. Ansonsten zwischendurch. Obst. Und ja, so ein Cheat Day habe ich eigentlich jeden Tag so ein bisschen was essen. Man kann ja die Essgewohnheit nicht sofort umstellen, ja. Das kommt dann mit der Art, aber halt Eiweiß. Man muss Eiweiß fressen ohne Ende, um Muskeln aufzubauen. Und je mehr Muskeln man hat, desto mehr Kalorien verbraucht der Körper auch, weil die Muskeln ja mehr verbrauchen müssen. Die brauchen ja Energie. Und irgendwann setzt dann die Phase ein, wo das Fett dann endlich verbrannt wird. Ja. Ja, deswegen auch die Mischung zwischen Cardio und Gewichten. Ja. Aber jetzt genug gequatscht damit. Video wollen wir nicht wieder zu lang machen. Franz hat sich gemeldet. Und wir fahren jetzt Soxeter. Ja. Also, ich drehe vielleicht mal die Kamera um, oder? Ja. Warte mal, ich drehe mal die Kamera um. In der Zwischenzeit dreht er hier nochmal kurz. Und, warte, ich mach mal kurz aus. Einen Augenblick.